Jo, ich grüße euch. Mein Name ist Dennis, willkommen auf meinem Kanal bei BearWithMZ. Diesmal bin ich auf einer Lost Place Tour unterwegs. Lange Zeit habe ich nicht gemacht. Endlich habe ich die Möglichkeit gefunden und die Zeit. Es soll hier in meiner Wohnortnähe eine Location geben. Bin mal gespannt, ob was an der Sache was dran ist. Dann würde ich mal sagen, bevor es losgeht, vergesst nicht mal Kanal zu abonnieren. Also Leute, haut rein, ciao. So, hier ist auch die Depp-Jürde. Gerade eben beim Spazieren habe ich das hier entdeckt. Wir gehen mal da rein. Sieht nach einem Häuschen aus. Ich hoffe und bete, dass wir da einen Zugang finden. Ah. Ob ich wohl wieder am Brandstand fand. Massiv. Platz zum Chillen. Theoretisch könnte man hier mal abends sich mal hinchillen und Shisha rauchen. Also so ein Lost Place in dem Sinne. Ein Mini-Lost Place quasi. Hier sehen wir jede Menge Kram. Ja, so eine Kiste. Hier sind noch Holzbalken, die eine oder andere Gerätschaft oder Teile für die Schubladen. Da hat jemand einen Koffer hier weggeschmissen. Vitakraft Tiernahrung. Ja, mit ein bisschen Vandalismus. Ob das eine besondere Funktion hatte, kann ich mir nicht denken. Aber ich gehe mal von laut Informationen, die ich bekommen habe über dieses Gebäude hier, scheint das mal ein Ferienhäuschen gewesen zu sein. Obwohl für so ein Ferienhäuschen ist es viel zu klein. So, also mein Eindruck von dieser Location ist, naja, relativ, ja, sieht es jetzt nicht super spektakulär aus, weil ja nur so ein kleines Häuschen aus einem Raum besteht und das soll angeblich ein Ferienhäuschen gewesen sein. Naja, zum Chillen, vielleicht mal grillen, mal feiern, wenn man es herrichtet, kann man das nutzen, aber so als Ferienhäuschen, naja, war echt zu bezweifeln. Vor allen Dingen auch, dass da alles umdrum zugewachsen ist. Ja. Für mich ein Mini Lost Place, wie ihr seht. Hier sieht man auch eine Treppe. Also auf jeden Fall wurde das mal früher genutzt. Informationen zuvor steht auch seit Jahrzehnten schon leer. Hat auf jeden Fall keinen Keller oder sonst irgendwas in der Art. Naja. Ja, dieser Lost Place Tour war heute an sich, naja, großen und Ganzen nicht super von Erfolg gekrönt. Warum? Das werde ich nach diesem Video beim weiteren separaten Video genauer erklären. Ansonsten, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, setzt einen Daumen nach oben. Ich hoffe, dass ich vielleicht noch eine Location finde, bevor es soweit ist, wo die Grundausbildung losgeht. Ansonsten habe ich eine Überraschung für euch, und zwar nächsten Monat werde ich einen Atombunker besichtigen gehen, und soweit ich weiß, kann ich da auch drehen, kann ich da auch Videos und Fotos machen, und ihr werdet auf jeden Fall nächsten Monat darüber ein Video sehen. Ich freue mich schon wahnsinnig drauf. Also, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Bleibt gesund, liebe Freunde. Euer Dennis, haut rein. Ciao.